Servus Leute, willkommen zu Ocarina of Time. Letztes Mal haben wir eine Masse gemacht und jetzt gilt es ein bisschen Nebenstuff zu machen. Warum reagiert mein Controller gerade nicht? Ah, deswegen. Okay, ich habe aus dem Bild rausgetappt. Was ist ein Navi? Lass uns jemanden suchen, der uns etwas über die anderen Weisen erzählen kann. Ja, wir müssen nach Kakariko, ich weiß. Jetzt müssen wir erstmal den Tag herbeibeschwören neu, damit wir die Feuerpfeile kriegen können. Denn wie ihr alle sicherlich wisst, müssen wir dafür in die aufsteigende Sonne schießen. Ich hatte auch überlegt, ob wir eventuell die goldene Schuppe holen wollen. Feuerpfeile! Damit haben wir die ersten magischen Pfeile von drei insgesamt. Wir werden auch den Eisfall-Dungeon machen, das kündige ich jetzt schon an. Der wird eine eigene Folge bekommen, weil er echt unangenehm ist. Das heißt, wir werden ein bisschen das Tempo rausnehmen. Deswegen habe ich überlegt, könnten wir ja auch eventuell ein bisschen angeln eigentlich in der Folge. Das ist aber ziemlich kacke, deswegen habe ich da keinen Bock drauf. Mag das wirklich nicht. Die Feuerpfeile. Platziere sie auf C, um sie abzuschießen. Triffst du mit dein Ziel entflammen. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall im Geistertempel. Ja, Thema. Was machen wir die Folge? Wie gesagt, wir könnten angeln. Wir könnten als Kind nochmal hierher kommen und dann angeln. Und dann als Erwachsener nochmal zu angeln, um die goldene Schuppe zu bekommen. Ja, aber eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Muss ich ja ehrlich zugeben, dass ich da eigentlich keinen Bock drauf habe. Ich könnte jetzt auch direkt nach Kakariko gehen. Kakariko gehen. Und wir könnten uns den Brunnen stellen. Dann würde ich aber erstmal in die Zitadelle der Zeit zurückgehen. Hier war die komische Kantate des Lichts nochmal. Ah, ich habe mein Gedächtnis, ne? Wunderprächtig. Oben rechts, links oben. Okay. Aber leider echt keinen Bock zu. Ach Mann, es gehört dazu, ich weiß. Es wäre aber nur für ein Herzteil wichtig, sonst brauchst du die blöde goldene Schuppe überhaupt nicht, ne? Wisst ihr was? Wir müssen eh hin zurück und unseren Kleinen machen für den Brunnen. Also, was soll der Geiz? Holen wir uns erst einmal den Kram in Kakariko. Und da können wir uns immer noch überlegen, was wir machen. Plan war eigentlich der Brunnen, diese Folge. Na, ihr Lappen? Naja, brüll nur. Ihr seid mir alle so scheißegal. Ich habe, glaube ich, immer das Big Goron-Schwert ausgerüstet, ne? Gut. Das sollte ich mir dann für den Schattentempel auch abgewöhnen. Weil uns da nämlich auch wieder Stahlforce-Ritter begegnen, logischerweise. Jetzt gibt's aber gleich erstmal eine Cutscene. Ach, unser Pferd steht ja auch noch hier rum. Na, Epona, alles klar? Du hast deinen Job leider schon erfüllt, ne? Wir brauchen dich im Rest des Spiels nicht mehr so wirklich. Schade eigentlich. Könnte man den Remake ja auch ein bisschen besser machen. Ich stehe doch Green of Time, man merkt's vielleicht, ne? Und hier passiert irgendwas. Hier stimmt was. Hier brennt's. Es brennt! Was ist denn hier kaputt? Wer hat das Kakariko angetan? Das ist schick. Vielleicht können wir ja helfen. Zurückschraube. Oh oh. Da kommt etwas aus dem Brunnen, würde ich behaupten. Schick! Alles okay bei dir? Was ist das bloß, was uns da angreift? Ein Schatten! Ich glaube, das Masterschwert dafür bringen wird, ist die andere Frage nicht.
Verloren. Verkackt. Diesen Gegner können wir so wohl nicht bezwingen. Ah. Aua. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Naja, mehr oder weniger. Schraube, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, und dass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Schraube, Impa ist eine der 6 Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof in Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lehren, die es zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens. Ja, aber da müssen wir noch nicht hin. Hätte ich mir niemals merken können, wenn ich erstmal zurückgebeamt habe. Ich finde die Nocturne der Schatten richtig beängstigend und gruselig. Das ist so eine Melodie, die hört man nicht so gerne. Die macht einem Angst. Du hast die Nocturne des Schattens gelernt. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Schraube. Gut, ciao. Wisst ihr was, ich sage euch eine Sache ganz kurz, damit wir gerade hier stehen. Wir machen mal kurz das Bogenspielchen. Ich werde es nicht schaffen, weil das kann ich aus irgendeinem Grund nur auf dem 3DS schaffen. Hey, willst du das Spielchen wagen? Dann kostet dich nur 20 Rubine. Oh, gut. Okay, das ist sowas für echte Kerle, der berühmteste Schießbude des Landes. Stell dir auch die Plattform und Ziele genau. Du hast 15 Schüsse, musst alle 10 Steine treffen. Schieße mit B. Fertig? Dann los und viel Glück. Das wird sowas von never ever klappen. Zack! Zack! Fast! Nun gut, du darfst es noch einmal versuchen. Umsonst, diesmal musst du es schaffen. Yes! Ich bin begeistert, klasse, göttlich! Hier, nimm dieses einzigartige Präsent an dich. Den großen Köcher, wir haben es geschafft, Leute. Der große Köcher, jetzt kannst du insgesamt 40 Pfeile tragen. Tschüss. Oh mein Gott, ich dachte, es gibt mir noch ein Herzteil zu holen, was nochmal macht, aber nein, ich bin ja nicht bekloppt. Ciao. Nischt wie weg hier, ey. Achso, ich könnte ja eigentlich. Wie weit ist das nochmal? Wir müssen ja so oder so wieder klein werden. Zur Zitadelle der Zeit. Gut.
Okay, Linky Boy. Es wird Zeit, wieder ein Kind zu werden. So oder so. Entweder hüpfen wir in den Brunnen rein oder wir angeln doch noch ein bisschen durch die Gegend. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Gerade mal geguckt. Ja, so 20 Minuten. Könnte für den Brunnen, wenn es gut läuft, reichen. Könnte aber auch nicht reichen. Weil der Brunnen und ich, wir sind nicht die besten Freunde. Sei mal dazu gesagt. Ich habe echt keinen Bock zu angeln, ne? Ich mach's als Kind einmal, okay? Wenn das jetzt super schnell funktioniert, können wir es als Erwachsener auch nochmal machen, aber... als Erwachsener ist das so nervtötend, das Angeln. Weil es gibt nur einen Fisch, den du dafür wirklich nehmen kannst und der ist halt... Der ist scheiße nervtötend. Und der beißt nicht immer an und haut auch wieder ab und... Das ist somit das Nervigste, was es im ganzen Spiel gibt. So, jetzt hab ich genug über das Angeln gerantet, Ocarina of Time. Aber es soll ja keiner sagen, ich rush das Spiel einfach nur durch. Dann mache ich es sowieso nicht, dann hätte ich auch das Picoron-Schwert nicht geholt oder den Dins-Flammen-Dingster-Bumster oder generell die Feen. Also von Rush kann hier keine Rede sein, ich bin dann einfach nur gut. Oh Gott. sorry, da musst du sein. Okay, hallo Angelfreund. Hallo. Nun wirst du für nur 20 Rubine eine Runde angeln. Ja, gerne doch. Oh nein, dir fehlt ein Rumble-Feature. Damit würdest du spüren, wenn ein Fisch am Hocken ist. Pack für dich. Geh zum Rand des Sees und drücke L, um die Fische anzuschauen. Wirf die Leine mit B aus und stoppe sie mit A. Lass deinen Köder mit Blut und Wasser zappeln. Als Anfänger kannst du auch B benutzen. Hole die Angelschnur mit A ein. Wenn du A und R gedrückt hältst, kannst du den Fang schneller einholen. Spürst du, dass etwas anbeißt, drücke A und Blut nach hinten, um den Haken festzusetzen. Dann hol die Leine mit A ein. Möchtest du eine deiner Ergebnisse beim Angeln festhalten, musst du deinen Fang wiegen lassen. Angelst du als Kind, wird dein Ergebnis auch in der Zukunft festgehalten. Umgekehrt ist dies nicht möglich. Hast du alles verstanden? Naja, passt schon. Ich bin sehr großzügig. Du kannst angeln, solange du möchtest. Bis in der einzigen Kunde, die ich hier habe. Der größte Fang an diesem See wog 6 Pfund. Wenn du deine Angel ausgeworfen hast, kannst du die Blickrichtung mit L ändern. Petri Heil. Ja, du mich auch. Okay, ich hab einen Plan, wo ich hin will. Ich hab einen Plan. So. Und zwar stelle ich mich ganz gerne immer an die Seite, weil ich dann näher an dem Ding in der Mitte bin. Und das Ding in der Mitte ist für mich so das, wo ich hin will. So, blub. So. Na komm, mein Freund. Ist doch lecker hier, der Köder. Komm, beiß an. Na komm. Komm her, du Sackratte! Das ist aber ein Fisch! Mit der Wurst! Komm her jetzt! Nein! Du entkommst mir nicht! Los, renn mit dir! Ja, du fettes Vieh! Komm, ran! Gerückt auf einen Zentimeter! Oh Gott, das ist mal zu sehr anstrengend! ich hasse Angeln! Komm, jetzt ran! Ich hab dich doch schon so gut wie danke! Boah, ist das ein fettes Viech! Wow, das ist ja eine echte Brocken! Tatsächlich, er wiegt 10 Pfund! Willst du ihn behalten? Ja, aber natürlich! So, komm wieder, ist ja so. Das ging jetzt doch schneller als gedacht, Leute. Aber der Spaß fängt ja erst noch an. Huiuiuiui. Guter Mann, ich habe einen 20-Pfund-Fisch gefangen. Wie gemein Fisch. Das war jetzt wahrscheinlich völlig dämlich, das zu tun. Wow! Ich hätte einfach einen leichteren nehmen sollen, es mir leichter als Erwachsener zu machen. Das ist ja eine echte Prachtkerl. Sieht ganz nach einem neuen Rekord aus. Er wiegt mindestens 10 Pfund. Okay, hier ist dein Preis. Ein Herzteil. Ich will aufhören. Was möchtest du tun? Ich möchte aufhören. Mir reicht's. Komm wieder, wenn du älter bist. Dann sind auch die Fische größer. Naja, oder auch nicht.
Doch, sind sie, leider. Also, wir brauchen einen 11-Pfund-Fisch und ihr habt schon gesehen, wie wir das am besten anstellen. Jetzt mache ich das wirklich. Oh Mann. Alles für euch, Leute. Alles für euch. Und das kein Daumen nach oben und Abo wert, das weiß ich auch nicht. Gott, na. Den Mund auswaschen danach. Ich hasse eine Schleimerei. Okay. Dann, nein, im Acer will ich mich einfach nur von den Brunnen drücken. Das ist so die Stelle im Spiel, die ich nicht so unbedingt mag. Ich mag den Schattentempel, aber ich hasse den Brunnen. Noch einmal Schwertchen wieder rausziehen, ab in die Zukunft, 7 Jahre. Back to the Future! Schmeiß den DeLorean an! Ich hätte DeLorean gesagt, DeLorean. So. Ab zurück zum See. Dann holen wir uns die goldene Schuppe und können dann unendlich tief tauchen. Also nicht ganz, ich glaube 9 Sekunden sind es, wenn wir tief tauchen können. Ist eigentlich ist es völliger Schwachsinn, weil wir können mit der Soa-Rüstung ja atmen. Wir müssten eigentlich jetzt schon unendlich tief tauchen können. Denkt da mal drüber nach. Die Tauchmechanik in Ocarina of Time ist broken. Denn wir können unter Wasser atmen, wir müssen nicht auftauchen. Das ist Schwachsinn, dass wir nicht so lange nicht so weit nach unten kommen können. Das ist ein Logikfehler, den man in einem Remake beheben könnte. Die man beispielsweise sagt, dass die Sora-Rüstung einen länger tauchen lässt, aber eben nicht unendlich. Und das war um die goldene Schuppe. Das wäre dann schon mal gut um die... Es ist nachts, ich kann nicht angeln. Warum gehe ich da eigentlich rein? Kann ich auch nachts angeln? Ey Typ, wir kennen uns doch. Ist aber schon lange her, so 7 Jahre, oder? Wie viele Jahre waren das? 7 Jahre? Was hast du denn die ganze Zeit getrieben? Du warst mein einziger Kunde. Ich bin eigentlich pleite, aber egal. Du bist... Er sagt ja sogar, ich mache fast kein Geschäft mehr. Du machst gar kein Geschäft, wenn ich ein einziger Kunde bin. Da hast du in 7 Jahren keinen einzigen Rubin verdient. Du bist notorisch pleite. Obendrein werden meine Haare... Naja, egal. Na gut, willst du fischen gehen? Es kostet nur 20 Rubine. Ja. Oh nein, dir fehlt ein Rumble-Feature. Immer noch. Mann, bist du eine arme Sau. Ich habe halt einen Wavebird, der hat keinen Rumble. Da ist er kabellos. Geh zum Rand des Sees und drücke L, um die Fische anzuschauen. Wirf die Leine mit Bay aus und stoppe sie mit A. Lass deinen Köder mit Bla im Wasser zappeln. Als Anfänger kannst du auch Bay benutzen. Hol dir die Angelschnur, Bla, hast du alles schon? Ja, ja. Und ich bin sehr großzügig, du kannst angeln, solange du möchtest. Dankeschön. Okay, der Plan bleibt bestehen, Leute. Ihr wisst genau, was wir vorhaben. Wir müssen... Nein. Dahin möchte ich ganz gerne, aber ich möchte es mir leichter machen, deswegen gehe ich hier drauf. Scheiße, ich kann hier nicht stehen. Ihr seht schon, wo ich hin will, ne? Ich möchte es mir so leicht wie möglich machen, dass ich mich da in die Richtung komme. So. Na komm, fettes Schwein. Beiß an! Ich habe dich! Komm ran, gerückt auf einen Zentimeter! Los, du fetter Fisch! Ich bin extra ins Wasser gegangen, damit ich so weit ziehen muss. Oh, das überlebt mein Controller nicht. Das Vieh macht so viel Druck. Das ist zum Kotzen. Komm her jetzt. Der kann dann noch abhauen. Das ist das Schlimme. Und dann ist er erstmal despawned für eine Weile. Dann heißt es warten. Ach, komm jetzt ran, gerückt auf einen Zentimeter. Da bist du nervtötend. Der bewegt sich keinen Millimeter auf mich zu. Was ist denn das für eine beschissene Forelle? Komm jetzt mal ran hier. Ja, komm, beiß dich im Sand fest und komm ran. Gibt's doch nicht. Komm jetzt her, du blöde Sardine. Ich will das diesmal first try. Ich habe keinen Bock auf den zweiten Versuch. Ich stehe extra im Wasser. Ja, du bist fast da. Komm, du bist genau bei mir. Komm jetzt ran. Ich hab dich. Komm nicht. Hau dich wieder ab. Du warst doch schon so gut wie meine Hand. Komm wieder her.
Sag mal, du blödes Karpador für Arme, jetzt kommt er nicht mal rangerückt. Das gibt's doch gar nicht, der haut wieder ab. Ich fühle mich verarscht. Oh, das ist so nervtötend. Komm jetzt ran, du blöder Fisch. Ich will nicht mehr. Ja, spring. Nein! Das gibt's doch nicht! Was war das für eine beschissene Scheiße? Der ist einfach abgehauen. Ich hasse alles. Ich hasse dieses Spiel. Oh nein, jetzt darf ich warten, bis dieses fette Mistviech wieder auftaucht. Oh, das ist doch ätzend. Der war doch schon fast in meiner Hand. Der war doch schon da. Ich hasse das Angeln in Ocarina of Time. Ja, wir dürfen jetzt warten, Leute. Ich schneide das nicht, vergesst es. Der taucht schon wieder auf. Und dann holen wir uns. Ich weiß, der schwimmt da in der Mitte rum, aber du konntest ihn nicht anvisieren. Der muss von sich aus wieder da in der Mitte spawnen. Der muss da wieder hin zurückschwimmen, dann können wir erst wieder angeln. Ich hasse diese Kackforelle. Der war bei mir. Ich habe ihn eigentlich gehabt und dann haut das Vieh einfach ab, dass er auf den blöden Ast springt. Ich kotze. Das ist so ein dreckiges Mistvieh. Hallo Fisch. Ja, haut gleich wieder ab. Ich will den anderen haben, nicht dich. Oh, Fettsack, schwimme in die Mitte. Warum wollte ich das gleich nochmal zeigen? Weil ich doof bin, ne? Ja, das muss es sein. Ich wusste, es ist ein Fehler. Ich hätte es fast gefirst try. Jetzt schwimme in die Mitte, du Arsch! Du Kackforelle. Blöder Thunfisch. Du bist kein Thunfisch, ich weiß. Mir doch wurscht. Das noch nicht zum Fischstäbchen verarbeitete Fischstäbchen. Oh, Angeln ist so eine Kackspur. Mein Opa hat das ja gerne gemacht. Der hat die Geduld für sowas gehabt, ich nicht. Jetzt schwimm doch bitte endlich in die Mitte. Der haut gleich wieder ab, aber der ist auch nicht der, den ich will. Ich will den anderen haben, aber der schwimmt nicht in die Mitte, der bleibt da. Der bleibt aber an der Seite, da müsste wieder zu dem Ast da vorne hinschwimmen. Tut er aber nicht, hat er keinen Bock drauf. So, nö, will ich nicht. Mag ich es nicht, sehe ich nicht. Man kann ja auch einen Aal fangen, aber der zählt irgendwie nicht für die goldene Schuppe, aber es gibt ja noch einen Special Köder zu kriegen. Den ich noch nie in meinem Leben gefunden habe. Er hat keine Ahnung, wo dieser Köder ist. Null. Und wie gesagt, er zählt auch nicht für die goldene Schuppe, wenn man damit diesen Aal fängt. Der Aal ist das Größte, was man hier kriegen kann, aber ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen, weil ich diesen dustigen Köder noch nie gefunden habe. Ich weiß nicht, ob das wirklich was ist, was existiert. Oder ob das nur in der Special-Version von dem Spiel ist, aber ich habe es noch nie mit eigenen Augen gesehen. Ja, ich könnt euch hier jetzt... Hi, Fisch! Hilfe, das ist ein Mensch, ich hau lieber ab. Bye! Ey, dein Kollege will einfach nicht an seinen Punkt zurückgehen, das ist doch zum Kotzen. Stell mich mal hier so neben dran. Nein. Der respawnt einfach nicht. Was soll ich denn machen, wenn er nicht respawnt? Das ist doch kacke, das ist doch scheiße. Ich hasse dieses Angeln. Der taucht einfach nicht wieder auf in der Mitte, seht ihr das? Der will einfach nicht, der hat keinen Bock. Drecksfisch. Der ist immer noch in der Mitte. Ja, du bist zu klein. Du hast keine 10 Pfund und mehr. Ich brauche mal ein Erfolgserlebnis jetzt, komm.
Dankeschön. Naja, der wiegt etwa 8 Pfund. Wirst du ihn behalten? Nein, verpiss dich. Blöder Fisch. Ist der jetzt wieder da, der Große? Kann ich den irgendwie... Gibt's eine bessere Position? Wie ich den angehen könnte? Also. Der ist immer noch in der Mitte des Sees, ne? Der kommt einfach nicht raus. Da ist er! Das ist bei euch kaputt. Ja, da war kein Bock zu respawnen hier an der Stelle, ne? Ich glaube, so kann man die auch gar nicht triggern, wenn die so weit unten sind. Nee. Schnarch, schnarch, schnarch. Ich hasse es. Nee, der lässt sich so überhaupt nicht ködern, ne? Probier es noch ein paar Mal und ich glaube nicht, dass ich ihn denn so kriegen kann. Nee, keine Chance. Der muss dahin zurückschwimmen, wo er war. Und das tut er einfach nicht. Das ist so eine Dreckskacke. Und das ist der beste Fisch, den man dafür haben kann. Aber wenn er nicht zurückschwimmt, was soll ich machen? Ja, tut mir leid, Leute. Das ist super langweilig gerade. Kannst du ja nicht ändern. Kannst abbrechen, ja. Das könnte ich machen. Dann machen wir nächste Folge einfach den Brunnen. So oder so. Ich werde jetzt hier nicht mehrere Folgen verschwenden, um diesen einen dummen Fisch zu fangen. Ich habe euch jetzt mal live mitgenommen, wie das ist, wenn man hier auf was wartet, was nicht passieren wird. Ich kann noch ein bisschen um den See rumlaufen. Vielleicht finde ich auch noch einen anderen großen Fisch. Aber, das ist halt echt ätzend, ne? Die sind alle zu klein. Der ist immer noch nicht wieder da. Der ist aber auch dumm gemacht, dass der nicht einfach zurückschwimmt dann, ne? Und dass man den nicht in der Mitte des Sees kriegen kann. Du hast halt echt das Problem, dass du auf diesen einen Kackfisch angewiesen bist. Weil, ihr seht es selber, hier ist keiner dabei, der so groß wäre, dass sich das lohnen würde, den jetzt zu angeln. Aber der andere lässt sich halt extrem viel Zeit und schwimmt halt einfach nicht mehr dahin. Der bleibt halt wirklich eiskalt in der Mitte. Das ist echt zum Kotzen. Ja, dieser andere Köder, der ist, glaube ich, hier irgendwo. Oh, jetzt ist er wieder da. Ja, dann bleibe ich hier stehen. Okay, komm her. Komm her, komm her. Beiß, 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 komm. Na komm, beiß doch. Lass mich gerade verarschen, oder? Du willst mich gerade verarschen. Gönn mir jetzt meinen Erfolg zum Schluss. Los, beiß an, du dummes Vieh. Jetzt hab ich dich. Und ich stehe diesmal so weit im Wasser drin. Das schaffst du nicht. Doch, kann er schon schaffen. Ich weiß, aber er wird das nicht schaffen. Ich kriege ihn trotzdem dieses Mal. Komm schon. Habt ihr gesehen, wie lange das gedauert hat, bis der respawned ist? Da, wo er sein soll? Komm. Nein. Ah.
Der muss nur einmal richtig in meine Nähe kommen, dann habe ich ihn. Das ist das Schlimme. Es reicht ein einziges Mal richtig in die Nähe. Und mit richtig meine ich, ich muss mich selbst schon sehen können. Also Link in dem Fall. Ja. Komm ins flache Gewässer. Das finde ich gut so. Nein. Flaches Gewässer, habe ich gesagt. Komm jetzt her! Ich hasse diesen scheiß Fisch! Das ist doch Betrug! Das ist doch einfach nur eiskalter Betrug! Nee, leck mich! Ich hasse dieses Drecksangeln! Hier, ich angel jetzt einen dusseligen Hut! Nicht mal das funktioniert. Man kann dem seinen Hut irgendwie angeln, man muss ihn genau treffen. Ich schaff's gerade nicht. Ich krieg aber auch keinen geraden Winkel hin, ne? Ist der Fisch wieder da? Nein. Leck mich! Hör auf anzuvisieren! Geht das in der Gamecube-Version nicht? Man konnte doch hier seinen Hut irgendwie angeln. Das wollte doch irgendwas Lustiges machen und es geht nicht. Das Spiel sabotiert mich an allen Ecken und Enden. Das ist ja echt nicht mehr wahr. Ach, komm hier, nimm deine Kackangel und schieb sie dir dahin, wo Sonne nicht hinscheint. Was möchtest du hier denn abhauen? Mir reicht's. Betrug. Drecksfisch. Ups, das war das falsche Lied. Bin ja schon im Hühlersee, ich muss dich nicht hinbeamen. Nein. Da wollte ich hin. Mich wieder klein machen. Drecksfisch. So, nächste Folge der Brunnen. Spaß. Und wehe, einer schreibt in die Kommentare, bitte mach den Fisch noch. Nein. Geht mir nicht auf den Keks mit dem scheiß Fisch. So, ich weiß nur die Kantate des Schattens, und dann kann man nämlich schneller hin. Links, rechts, rechts, A, links, rechts, unten. Die Nocturne des Schattens, so. Auf zum Friedhof! Da unten ist der Eingang zum Schattentempel. Wir wollen aber erstmal zurück. Ab nach Kakariko. Und in den Brunnen. Denn wir brauchen noch etwas, sonst kommen wir dort nicht weiter im Schattentempel. Wir brauchen noch einen Gegenstand. Ein mächtiges, uraltes, magisches Artefakt. Man nennt es auch das Auge der Wahrheit. Gut. Der Grüne ist schon wieder abgehauen. Oh Mann. So, da ist der Brunnen. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und ein Abo da. Und fragt mich wieder nie wieder nach einem Fisch in Ocarina of Time. Dankeschön. In dem Sinne, macht's sich gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Ciao.